Einen wunderschönen guten Morgen, Grüße aus Storkow, hier ist euer Pepsa. Heute geht es mit meinen Storkower Stadionhüpfern zum Spiel Hallescher FC gegen den SC Verl in Liga 3. Da möchte ich euch mitnehmen. Viel Spaß bei meinem Video. Ja Leute, wir sind endlich angekommen. Wir hatten eine kleine Panne, aber immer noch rechtzeitig. Stunde vom Anpfiff. Hallescher FC gegen den SC Verl, 7. Spieltag in der 3. Liga. Und wir haben hier unseren Stadionhüpfer Luca, der Experte in Sachen Halle. Luca, freust du dich, das erste Mal beim HFC zu sein? Ja, natürlich. Es ist ein cooler Verein, finde ich. Und es macht Spaß, auch mal zuzugucken, nicht nur in der ersten Liga, sondern auch mal in der dritten. Bist du schon aufgeregt auf das Spiel? Ja. Wir müssen die Punkte mitnehmen. Und ja, ich denke, es wird ein gutes Spiel. Ja, was sagst du? Schafft Halle den Klassenerhalt? Was wünschst du dir in der Saison? Also ich wünsche mir, dass sie nicht absteigen und eine ruhige Saison spielen. Gut, Luca, denn was ist dein Tipp für heute? 2-0? Ich sag 2-0. Ja, ich sage auch 2-0. Gut, dann sind wir uns da einig. So, jetzt holen wir uns erstmal zu essen. Kevin, ja. Was sagst du? Bratwurst, wa? Bratwurst! Bratwurst! Gut, machen wir. Und Halle wird 2-0 gewinnen. Alles klar, machen wir so. Ja. Hoffen wir mal auf ein gutes Spiel, wa, Luca? Ja. Eine halbe Stunde noch bis zum Anpfiff der HFC und auch die Gäste aus Verl. Bei der Werbung. Radio Wacken wünscht euch viel Erfolg. Sportfrei zum 7. Spieltag der stärksten 3. Liga der Welt. Herzlich willkommen im Leuner Chemiestadion und ein herzliches Willkommen unseren Gästen, den Offiziellen, den mitgereisten Fans und den Spielern von SC Verl. Im Tor mit der Nummer 23, Felix. Mit der Nummer 7, Leon. Mit der 8, Niklas. Mit der Nummer 9, Sebastian. Mit der Nummer 10, Timur. Mit der Nummer 11, Aaron. Mit der Nummer 22, Nico. Mit der Nummer 25, Sören. Mit der 31, Niklas. Mit der 33, Jonas. Auf der Ersatzbank nehmen Platz die Nummer 1, Daniel Meselhöher. Die Nummer 4, Simo Fünger. Die Nummer 15, Tom Pierschenk. Die Nummer 17, unser neuer Mann alias Ali Kassar. Die Nummer 18, Dominik Stetschik. Die Nummer 19, Elias Löder. Die Nummer 20, Tunay Dennis, die Nummer 27, Luis Samson und die Nummer 29, Andor Bolicki. Unser Trainer ist André. So, wir begrüßen die beiden Mannschaften im Stadion, die Mannschaft des SC Verl und unseren Halleschen FC. Wir sagen wie immer, auf geht's HFC, auf geht's Chemie! Ja.
im Leuna Chemiestadion 0:0 noch. Der Spielstand Halle mit mehr Spielanteil nach vorne, aber immer so ein bisschen undurchsichtig. Da fehlt denn der letzte Pass. Ferl steht tief. Die Gäste konnten schon einen Pfostenschuss aus spitzen Winkel vorweisen. Die HFC-Fankurve macht Stimmung, auch wenn sie sich gerade eine Pause gönnen, und von mir gleich eingeblendet. Seht ihr, zwei Fans aus Ferl haben den Weg mit auf sich genommen nach Sachsen-Anhalt. Sieht man jetzt natürlich nicht überragend wegen den Plexiglasscheiben und der Reflexion. Da sind wir Kerstin und Benny, unsere Fahrer. Danke nochmal für euch. Danke nochmal, dass er uns so sicher durch die Gegend kutschiert. Ja, und das Spiel lässt noch ein bisschen auf sich warten mit den ganz großen Torgelegenheiten. 25. Minute, Elfmeter für den HFC nach Handspiel. Wird noch mal kurz diskutiert, aber die Proteste halten sich in Grenzen. Klarer geht es eigentlich gar nicht. In der 26. Spielminute haben wir im Leuna Chemiestadion einen neuen Spielstand. Halle FC! Ferl! Und der Torschütze. Der Spieler mit der Nummer 8. Niklas! 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 Danke! Halbzeitpause im Leuna Chemiestadion. Der HFC führt mit 1:0 durch den von euch gerade eben gesehenen Elfmeter von Niklas Kreuzer verdient, weil man einfach mehr fürs Spiel macht in die offensive Schiene. Ist aber schlussendlich immer noch nicht abgekühlt, um den richtigen Pass zur richtigen Zeit in den Rückraum zu spielen. Dann ist immer ein Fuß der Ferler dazwischen. Essen und Trinken können wir sagen. 4,50 die Cola, halber Liter. Bratwurst 3,50, Bulette 4 Euro und eine Rauchwurst 4 Euro. Halbzeitfazit, Leon und Luca, was sagt er? Ja, gut. Ja, also ich bin gut. Luca, zufrieden? Erstmal? Ja, erstmal schon. Ins Nachlegen müssen wir, wa? Ja. Naja, dann kicken wir mal, was die zweite Halbzeit bringt, wa? Ja. Thank you.
der Torschütze. Der Spieler mit der Nummer 20. Tunay! 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 Danke! Ihr seht richtig, 4:0 führt der HFC. Mittlerweile gegen den SC Verl. Und da läuft der nächste Angriff. Das 4:0 erzielte der Kapitän Jonas Liedfeld. Das war ein Bilderbuchkopfball nach einer Ecke auf dem langen Pfosten. Und er drückt ihn wirklich wie ein Gemälde hinten in den Knick. Per Kopf ein ausgeholt mit der Stirn. Und dann rüber, über alle hinweg, ins lange Eck. Das Ding ist durch. Ein bisschen mehr als eine Viertelstunde ist noch zu spielen. Der HFC wird sich erstmal befreien. Und für die Verler, ja, da wird es jetzt natürlich ein bisschen dunkler in der Tabellenregion da unten drin. Aber für den Fußball-Osten, ich selber bin Ossi, freut es mich natürlich, dass die Hallenser hier die wichtigen drei Punkte in der Heimat im Leuna Chemiestadion behalten. Dem 5:1 Erfolg. Über den SC Verl mit ihren Fans, mit der HFC-Fankurve. Mit den Bildern lasse ich euch noch kurz alleine. Verabschiede mich schon mal vorab. Hoffe, dass ihr mir ein Abo da lasst, Like gibt und wir uns bald beim nächsten Video wiedersehen. Bleibt mir gewogen. Ich sag ciao. Euer Pep.